So, und nun guckt euch mal das an. Das hat mich heute erreicht. Ich fand's mega süß. Ich habe nur auf den Briefumschlag geguckt und habe gedacht, okay, Post von der Chefin von Laura Aletta. Ups, was hast du gemacht? Und dann mache ich das auf und dann steht da so eine süße Karte drin. Alles Liebe zum Geburtstag, Juli von Laura Aletta Team. Ja, da dann halt für Juli, Laura Aletta. Und zwar gab es dann das Champions Gel. Mein Lieblingsgel, also momentanes Lieblingsgel, was ja schon fast leer ist. Also könnt ihr auch von ausgehen, dass Laura Aletta die Videos auch wirklich guckt, wenn die sagen, die gucken die Videos. Und dann ein Gel-Polish aus der Amazing Line, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja, die 142. Und Leute, mir ist der Atem gestockt, wo ich dieses Gel aufgemacht habe. Wirklich. Moment, ich muss eben den Tropfen abmachen, weil ich bin jetzt gerade nicht an dem Nageltisch und habe nur eine Hand frei. Ist das nicht der Wahnsinn? Wenn das, seht ihr, wie das funkelt, wie das spiegelt alleine, weil ich das drehe? Das ist der absolute Kracher. Ehrlich, ich liebe es jetzt schon. Ne? Ich liebe es wirklich jetzt schon. Ich finde es richtig geil. Werde ich euch definitiv auftragen, aber in einem anderen Video, weil ich halt, wie gesagt, jetzt gerade nicht an meinem Nageltisch sitze. Und von daher ist das halt ein bisschen schwierig. Ja, also ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch für dieses tolle kleine Päckchen. Also man sieht, ne, es muss nicht immer ein Riesenpaket sein. Es muss, also es kommt halt einfach, ne, drauf an, ob es mit Liebe gemacht ist. Und da das echt mit Liebe eingepackt ist, genau. Wenn man da echt merkt, dass das von Liebe oder von Herzen kommt, dann freut man sich halt umso mehr, ne? Ich hätte mich auch über diese Karte gefreut, weil ich es echt ganz niedlich finde, dass sie überhaupt dran gedacht haben, dass ich Geburtstag habe. Ja, also vielen, 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 vielen lieben Dank. Ich habe mich echt wahnsinnig gefreut. Dankeschön. Ja, das war es dann soweit von mir. Ich wollte euch das echt nur kurz zeigen, vor allen Dingen dieses Farbgel, weil das echt der Hammer schlechthin ist. Ja, das war es soweit von mir und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video.